Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Europa Universalis 4. An meiner Seite sind wie immer Günther, aka Günther Shadow. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen liebe Freunde. Und last but not least, der Legendary Marvin. Hallo Marvin. Servus Bernd. Ihr seid beide gerade im Krieg, während ich der friedfertige Doge Venedigs mich auf meine Handelsgeschicke und meine diplomatischen Geschicke verlasse. Aber ihr seid da gerade an den Friedensverhandlungen. Du und ich muss ihm da natürlich auch großen Respekt entgegensprechen, dass er dieses Wort friedfertiger Doge sagen kann, ohne dabei zu lachen. Ja, ich könnte jetzt Augsburg übrigens zu meinem Vasallen machen. Sag mir nochmal einer schnell, ich muss mal gerade gucken, ob die Mitglied des Reiches sind, aber sind sie bestimmt, ne? Natürlich. Ja. Und das findet der Kaiser unter Umständen scheiße, ne? Also wenn du sie vasalisiert, kannst du sie danach annektieren, das ist relativ problemlos. Wenn du sie direkt annektierst, geil, das findet der dann kacke, gehen, ne? Und sagen, gib mir das alles zurück. Ja, ja, dann gehe ich mal hin und werde sie mal nur vasalisieren. Das ist dann besser. Also im Reich am besten durch Vasalisierungen Stück für Stück vergrößern. Ja, ja, ja. Aber ich kann die Forderung irgendwie nicht senden. Ihr habt nicht genügend diplomatische Macht. Kostet 50. Wir warten noch ein bisschen. Ja, ja. Gut. Ich habe mich gerade so entschlossen, meine Friedfertigkeit in bare Münze umzutauschen und werde Ragusa einnehmen. Nachdem sie ja mir weggenommen wurden. Sie sind verbündet mit der Schweiz, aber die Schweiz liegt gerade am Boden und auf sie wird eingetreten. Von daher bin ich da sicher, dass das ein kurzer Krieg wird. Ober von Ragusa, meine Alliierten wollen nicht mitmachen. Krieg erklären. Zack. Erfolg der Handelsrepublik, wir haben einen Bonus bekommen. Und ja, das müsste eigentlich schnell gehen. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, mit unseren Kriegsschiffen den Hafen zu blockieren. Ja. Und wie gesagt, sie haben keinen Verbündeten auf der Welt, also außer die Schweiz. Da dürfte niemand was dagegen haben. Oder hat einer von euch was dagegen, dass ich mir Ragusa zurückhole? Nö. Diesmal musst du wenigstens keinen Waffenstillstand brechen. Mit Ragusa habe ich auch, glaube ich, nichts zu schaffen ansonsten, ne? Ja, ist auch nur eine Provinz, aber macht mir halt hier an der Adria Konkurrenz, was den Handel angeht. Das Handelszentrum ist ja auch nach Ihnen benannt. Ah, sehr gut. Ich bin so kriegen sie ja, das ist ja dieses Handelszentrum-Modifikator, weil sie das, die Provinz sind, da kriegen sie ja einen schönen Bonus dafür. Okay. Ah ja, so wird da unten noch angezeigt, lokaler Handelseinfluss plus 5, Flottenlimit plus 1. Das wird jetzt alles an uns rüberfallen. Wahl. Ach, das ist so blöd, wenn man einen Herrscher behält, dass man da 10 republikanische Traditionen verliert. Ich nehme mal einen militärischen Kandidaten. Und übrigens recht schön, habe ich gerade gemerkt, ich habe die Provinz Erzurum von Karakunlu, die habe ich nicht erobert, die haben Rebellen erobert und dann dem Osmanischen Reich einverleibt. Oh, krass. Oh. Die Rebellen haben dir das quasi gegeben, oder wie? Ja, ah, ja. Da haben Osmanen, entweder, ich schätze mal, das ist türkische Rebellen, weil es die türkische Kultur ist und die ist bei Karakunlu nicht zu Hause. Die haben gewonnen und dann haben sie mir das gegeben, weil ich eine türkische Nation bin. Ist das geil. Das ist eine recht interessante Sache. Ah, ich hab's vorhin gesehen, ja, dass es durch türkische Nationalisten, glaube ich, besetzt wurde. Ja. Es wurde gerade eine Armee von mir von Rebellen vernichtet, weil ich meinen Armeeunterhalt sehr niedrig hatte. Oh. Klassischer Fehler. Am Anfang passiert es manchmal, Marvin, da gewöhnst du dich noch dran. Sehr schön. So, wir haben endlich auch Kanonen. Yeah. Go Cannons, go Cannons for Austria. Im Kalifen wurden vermeldet, dass die Österreicher ihnen gemeinerweise Technologien geklaut haben. Was? Ich hab's gerade so gesagt, weil ihr meine Kanonen geklaut habt. Okay. Rara, unser neuer Verbündeter, bekommt natürlich Militärzugang. Und wir bauen neues Zeug. Oh, das gibt alles gut Geld. Das ist immer groß und reich. Ja. Ragusa, bei so einer, da können wir die komplette Annektierung sofort fordern, oder? Da müsste man nicht erst vasalisieren. Nee.
Problem, aber sofort. Komplett. Nice! Ja, hier, ich sag mal, rechtsadriatisch gibt's das Wort. Läuft's ganz bestimmt gut. Nicht, aber für. Linksadriatisch nicht, ja. Bei dir ist es in Ordnung. Wenn du das sagst, ist es okay. Neologismus ist mein zweiter Vorname. Ach, Bosnien hat ein Embargo gegen mich verhängt, weil ich Ragusa eingenommen habe und sie das eigentlich haben wollten. Das kann gut passieren. Marvin, was ist dein... Ja, ich muss kurz meine Armee neu organisieren, weil ich mein Truppenlimit stark zurückgegangen ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe einfach nur zu viele Truppen gebaut. Oder ich habe doch irgendwo welche geschenkt gekriegt, das kann auch sein. Jedenfalls habe ich gerade massiv zu viele. Und das kostet immer Geld. Großer Bronzegussmörser. Genau. Der ist gut, ne? Der ist besser als die Haufneis oder Hufneis, Hufnies, irgendwas Artillerie. Hat das schon Artillerie? So heißt es dann. Die Hufnik, ja, die weiß gar nicht, warum die da ist. Minderwertiges Eisenherz, juhu. Und das Sundgau gehört uns. Sienna hätte gerne einen Militärzugang. Legitimität mindestens 100. Oh, das war so klar, dass ich ein Staatsherr mit Burgund werdet Kaiser. Oh Gott, was habe ich wieder hier für einfache Missionen? Werdet Kaiser. Burgund findet euch ultra geil. Burgund findet mich gerade ultra scheiße mit minus 94. Das war schon mein Riesenfehler, den ich am Anfang gemacht habe. Oder Beweislegitimität. Meine Kronenlegitimität sollte sich auf 100 erhöhen. Na, dann nehmen wir halt mal das. Besser als ein Tritt vom lahmen Esel oder so. Mal gucken. Ach. Bücherverbrennung! Wer freut sich da nicht? Ja, es ist nochmal so schön, Klosprüche ausradieren ist wie Bücher verbrennen, ne? Interessant. Für alle Universitätsbesucher, ja. 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 Oder Schulen, je nachdem. Ja, genau, Schulen, exakt, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Schule war, in der Universität ist es auch eine ganze Masse. Das ist ja sonst nichts zu tun haben, gell? Es gibt ja bei uns in der Uni, das finde ich sehr schön, da gibt es das Klopapier. Und damit meine ich jetzt nicht das Klopapier, das es überall gibt, sondern das ist eine Zeitschrift. Ja. Und die ist immer ein DIN A4-Blatt groß und die hängt immer an den Klo-Dingstüren, Klo-Kabinentüren innen drin. Das ist natürlich raffiniert, weil wenn die Leute was zu tun haben, dann schreiben sie nicht die Wände voll. Das auch, wahrscheinlich. Ja. Gehe ich mal von aus. Das Klopapier, das finde ich sehr unterhaltsam. Und wie ist da so die journalistische Qualität? Ja, es sind meistens hauptsächlich Rätsel, also wenn dann sind es nur ganz kleine, also wirklich Artikel sind meistens irgendwelche Neuigkeiten von wegen Umfragen online oder man muss sich jetzt da für Prüfungen anmelden bis 15.01. Also allzu viel Journalismus passiert ja jetzt nicht. Vergrößere die Leibwache. Ich entscheide mich gegen die Stabilität, weil ich dann wieder 10 republikanische Traditionen verlieren würde und entscheide mich für 5 republikanische Traditionen. Wie lange dauert denn dieser verdammte Krieg noch? Das ist doch unglaublich. Ich habe 73 gegen Böhmen, Krim hat 100 seit Ewigkeiten. Nein! Mehmet ist tot! Oh. Und der Nachfolger? Das ist halt schön. Und der Nachfolger? Ja, das ist... im Augenblick noch Regentschaftsrat mit 024. Wow. Wow, 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 wow. Ich kaufe jetzt erstmal 2 Stabilität, Punkt. Jetzt bin ich auf plus 3. Und in 4 Jahren habe ich dann 2, 4, 3. Ne, 3 schon. Nein. Die Pfalz hat ganz schön viele Ansprüche. Das ist unglaublich, ja. Wie die da bloppen im Reich bei dir. Das ist sau fürchterlich, ja. Wahrscheinlich, weil du als Kaiser zu schwach warst. Ja, vermutlich. Ja. Meine Berater ist tot. Oh, da muss ich wieder aufpassen, dann ist nämlich mein Armee-Limit auch gesunken. Genau.
Das ist immer so eine problematische Sache, Berater, die das Truppenlimit erhöhen. Das ist zwar an sich schon ganz nett, aber wenn sie sterben, hat man halt wieder zu viel Truppen. Dass du da noch dran denkst, sowas würde ich auf jeden Fall vergessen. Ich habe mich mal mit Writing Bull zu einem Civilization-Match verabredet, war Civilization, nicht zu einem, zu einer Talkrunde über Civilization. Mm, okay. Und Writing Bull pflegt und hegt auch das Civilization-Forum, das deutschsprachige. Mhm. Und dort hat er das halt angekündigt. Und ich glaube, die erste Antwort war dann, na toll, weißt du genau, wie das laufen wird. Egonson verpeilt wieder alles. Und Writing Bull wird kein Ende finden beim Reden. Und so war es dann auch, aber ich habe dann auch geschrieben, ja, es ist halt so. Steht da dazu, kann sich ändern. Ich bin da echt, sobald sich irgendwas anderes ergibt, ist meine Aufmerksamkeit weg beim anderen. Und es, den Satz, den ich nicht beendet habe, eben, der ist nicht mehr existent. Den braucht doch keiner mehr. Nee. Schutz vor Ungarn. Ungarn hat eine größere Armee als wir. Das ist eine Gefahr. Wollen wir eine größere Armee als Ungarn besitzen? Günther, wie groß ist denn die ungarische Armee, wenn ich fragen darf? Die größere Armee ist bei 15 Einheiten aktuell. Insgesamt? Die ist insgesamt bei 15 Einheiten, so wenn ich das richtig sehe, ja. Okay, dann müsste ich auf mein komplettes Limit ausnutzen. Will ich das? Kann ich eh nicht. Dauert ewig. Nehme ich einen anderen Auftrag. Allein die Kontrolle über das Pontifikat. Ja, das ist die bei... Du hast nur meine Vasallen. Dir gehört Rom, aber die Kontrolle über das Pontifikat habe ich. Juhu, die Krim hat endlich die Kaffa gekriegt, unglaublich. Der Krieg macht ja auch die Truppen teurer, während man im Krieg ist auch immer nicht kämpft. Naja. Teurer Spaß auf jeden Fall. Oh, ich muss mal wieder Beziehungen verbessern. Oh, Bayern, Lothringen, Ulm und Genua. Bayern, Lothringen. Wenn wir da Baden auf unsere Seite bekommen, dann ist Brescia unseres. Nein, ich werde mich zurückhalten. Oh, Bosnien kämpft gerade gegen Serbien. Das ist natürlich. Bosnische Eroberung von Raska. Jetzt wird Bosnien wieder Großstadt Serbien. Das ist irgendwie immer ein Hin und Her bei den beiden. Das ist saublöd, dass ich. Das hätte ich umgekehrt lieber gehabt. Dann hätte ich nämlich am Ende noch irgendwie Bosnien vasalisieren können, aber. Das wollten die vermutlich nicht. Die annektieren jetzt Serbien wahrscheinlich. Ich könnte Ansbach zu meinem Vasallen erklären. Aber was erklären. Hab ich davon? Du, Vasall, mein. Ja, genau, so könnte ich das machen. Ja. Ich könnte sagen, ey, du, ja, Füße stillhalten. Deine Füße jetzt sind unter meinem Tisch. Wer seine Füße unter meinem Tisch hat, der hört auf mich. Genau, ja. Ist dir das mal, Egonson, ist dir das mal aufgefallen, wie wenig Leute dir nur noch den Krieg erklären, seit Österreich deine Garantie proklamiert hat? Das stimmt. Ja, das stimmt wohl. Dankeschön. Ja. Ja, jetzt konzentrieren sie sich auf meine Nachbarstaaten. Ja, sehr gut. Ach, jetzt reißt sich Mailand Mantua unter den Nagel. Na gut, sollen sie ruhig. Wir entscheiden uns für einen weiteren Händler, denke ich mal. Oder doch lieber in die nächste Technologie. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall die nächste Technologiestufe erreichen. 6, 5, 7. Wie stehen wir da im europäischen Vergleich? Schlechter als ich. Besser. Und schlechter als man. Okay, ist ziemlich schlecht. Ja. Aber Österreich ist besser als ich inzwischen wieder. Haha. Mein geliebter Mehmet gestorben. Viel zu jung mit, ich glaube, 37, 38 Jahren. Echt? Jetzt ohne Quark, ja? Ja. Hätte auch älter werden können. Ich habe kein Problem damit gehabt. Ach, jetzt hätte ich... Genau, hast du vorhin nicht noch proklamiert, dass er 100 Jahre alt wird. 150 habe ich proklamiert. Er hat nicht auf mich gehört. Da. Ich weiß nicht, warum. Das wissen ja die wenigsten, dass um das Jahr 1488 rum die hygienischen Bedingungen so gut waren, dass die Leute einfach 150 Jahre alt wurden. In Katzenjahren. In Katzenjahren ist gut. Oh. In Katzenjahren. Ich werde nicht mehr.
made my day, just made my day. Das freut mich. Tempel. Hofmeister. Hm. Marktplatz, Tempel. Ah. Nee, ich nehme lieber den Handelsein. Doch, die Dock. Hm. Ah. Hm. Ah. Oh. Seltsame Geräusche. Ein Darlehensangebot von Österreich. Österreich hat Artillerie. Eigentlich mal halb so viel wie die Osmanen. Ja, aber wie viel Artillerie nimmt man denn so mit eigentlich? Viel. Also man kann sich ziemlich über die perfekte Dings, sage ich jetzt mal, streiten. Ja. Aber auf jeden Fall viel Artillerie. Ja, ich habe momentan also jeweils 2. Ist das zu wenig oder wie? Das kommt, wie groß ist denn die Armee an sich erst einmal? Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, warum hast du mir dieses Darlehensangebot gemacht? Einfach nur aus Scheiß. Also das hat keinen, mit einem, überhaupt keinen 10, Grund. 10 Dukaten für ein halbes Jahr leihen, verlangst 20 Dukaten Zinsen dafür. genau, ja. Ich habe gedacht, probieren kann man es ja mal. Ja, gut, weiter. Ja, also ich habe 29 Mann momentan und dann insgesamt 4 Kanonen. Ich habe übrigens noch eine Provinz von Rebellen gekriegt. Sag mal, kann das mal aufhören? Also prinzipiell, es gibt verschiedene Behauptungen, man ist sich da auch nicht hundertprozentig sicher, was das Beste ist. Es gibt Leute, die sagen, Hälfte Kavallerie, Hälfte Artillerie, weil die Artillerie ja aus der zweiten Reihe schießen kann. Ja. Print ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, aber nachdem die Armeebreite, die Breite der Schlacht ja meistens reduziert ist und nicht riesengroß, ist das nicht so wichtig, weil die Artillerie ja kaum Schaden erhält, weil sie in der zweiten Reihe steht. Auf jeden Fall, am Anfang noch kann man noch mehr Kavallerie haben, weil am Anfang die Kavallerie noch stärker ist. Mhm. Diesen Bonus verliert sie im späteren Spiel relativ schnell eigentlich. Und dann hat man eigentlich normalerweise nur noch sehr wenig Kavallerie, also entweder 2 bis 4, die eben in den Flanken stehen. Und dann hauptsächlich Infanterie und Artillerie. Und das so im 1-1-Verhältnis ist wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Infanterie, weil es ja auch ein bisschen billiger ist und wahrscheinlich ist es auch sinnvoller. Mhm. So, was ist mit euch beiden los? Habt ihr gekifft oder was? Oh, nein. Also Marvin offenbar schon, ich noch nicht. Oh, sehr feierlich. Ich habe gerade die Mission in Oberserbien erfüllt. Erfüllt? Erfüllt. Aber. Ich habe Serbien nicht erobert, keine Angst. Ja, genau, das war Bosnien. Ja, eben. Sehr geil. Genau diese Zeile steht im Patchlog drin. Man kriegt keine Missionserfüllungen mehr, wenn andere Nationen die Nation annektieren. Ja, dann haben sie es ja gut hingekriegt, würde ich mal sagen. Ja, ne? Total. Ah. So, eigentlich sollte das nicht funktionieren. Hm. Sehr herrlich. Ich glaube, ich muss Bosnien angreifen und Serbien wieder freilassen. Das wäre auch jetzt richtig heftig. Vor allem, weil ich jetzt den Gazi habe, das heißt, meine Manpower würde dann sehr schnell wachsen. Ragusa deklariert das Monopol? Monopolstatus? Nee, das Monopolstatut. Achso, ja dann. Handelseffizienz steigt, Embargo-Effizienz steigt, aber bessere Beziehungen verschlechtern sich. Alles wird Handelseffizienz. Oh, wir können die italienische Nation gründen. Das haben wir gerade gewusst. Wir brauchen nur die Lombardei, Florenz, Siena, Rom und Ancona. Das ist ja nix. Das haben wir in der nächsten Folge geschafft. Not. Ach, Frieden ist schon schön. Ja, hin und wieder, ne? Es schadet das gar nicht. Da ist es gar nicht so schlecht. Oh, ich kann doch bestimmt im Sundgau nochmal was produzieren. Ein Hofmeister im Sundgau. Wahl, wen nehme ich dran? Trient brauche ich aber durch keinen, oder? Wir nehmen Tommaso Riva, der hat 4 Verwaltungen. Im Hinblick darauf, dass wir da die nächste Ideengruppe freigeschaltet bekommen, wenn wir dann die nächste Verwaltungstechnologie freischalten. Genau.
Und auch dann mal technologisch ein bisschen aufholen, weil, wie gesagt, wir sind da hinten dran. Jetzt haben wir schon so ein Terrakotta. Ich mache jetzt eine Langzeitmission, da muss ich sehr viele Provinzen von den Mamelucken erobern. Kriegen natürlich 15 Prestige und 10 Armee-Tradition, ist jetzt nicht so berauschend, aber ich mag Langzeitmissionen. Sonst vergesse ich die immer. Wie, sonst vergisst du die immer? Gerade bei Langzeitmissionen ist ja die Gefahr, dass du sie vergisst. Ja, aber dann stehe ich da und denke mir, irgendwie ist da keine so richtig gut, dann klicke ich es weg und dann habe ich ewig lang wieder keine, das habe ich richtig gern. Ah, okay. So. Wir können nun eine Botschaft bauen, was möchtest du tun werden? Habe ich Geld. Wie viel Geld hast du denn? Oder wie viel Geld machst du denn pro Runde? Ich habe jetzt 300 und ich mache 11. Wow, das ist doppelt so viel wie ich momentan. Wurde auch mal Zeit. Immerhin ist es meine Spezialfähigkeit. Spezial. Spezial. Ach, das war schon, okay. Oh, da hat jemand einen neuen Kardinal bekommen. Ja, warte. Wow. Pause. Ja, ich habe wieder 3 Kardinäle drin. Cool, den habe ich gerade hochgepusht gehabt. Okay, geilo Scheiße. Super. dann werde ich mal... Das ist interessant, gell? Ja, ich habe noch nur 30 Papst-Einfluss. Dann versuche ich gerade mal schnell noch Aragorn den Papst hier abzukaufen. So, cool. Okay, alles klar, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Nicht mehr zu lange, denn wir sind bald am Limit, ne? Achso, stimmt. Ah ja, ich dachte schon, wir sind schon am Limit, aber meine Uhr geht da ein bisschen vorher. Es kann noch ein länger drin. Wieso definiert euer Limit? Wir sind bei 22 Minuten. Ja. Romagna wird gerade besetzt durch päpstliche Bauern. Berühmten päpstlichen Bauern. Sehr schön. Ja. Ach, Mantua gehört jetzt wirklich zu Mailand. Na gut. Aber, ja, meine Mission ist, Brescia zu erobern. Hast du denn, Günnar, einen Kriegsgrund gegen die Schweiz? Ich könnte dran arbeiten. Würde dir den Graubünden zum Beispiel zusagen? Graubünden würde mir zusagen, aber ich habe keinen Anspruch drauf. Ich könnte aber einen fingieren. Überleg's dir, ich würde gerne Brescia zurückerobern. Ja, ich fingiere mal, ja. Mhm. Sekunde, da brauche ich einen Diplomaten. Die sind momentan mal wieder in der ganzen Welt unterwegs. Ich schaue mal gerade schnell, wen ich zurückbekommen kann. Den aus Valencia kann ich eigentlich mal abordern. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge Mamelucken angreifen. Oha. Okay. Das ist natürlich schon eine Ansage. Das bringt nochmal territorialen Zugewinn, ne? Mhm. Mal schauen, ob die hilft mir die Krim, nachdem ich mir jetzt in 2 Kriegen beigestanden habe. Nein! Hurenkinder. Unglaublich. Das erste Mal, dass du dich einer solch vulgären Frage Ja, also bedienst. Marvin, ich bin schwer enttäuscht. Ich bin schwer enttäuscht. Verständlich. Also. Ja, also ob Marvin in der nächsten Folge noch mit dabei ist. Ja, das müssen wir jetzt erstmal ausdiskutieren. Also so geht's ja mal gar nicht. Ne? Ja, weil das ist... Nee, Quatsch. Wie kriegst du das hin, dass du immer territorialen Zugewinn und hier und da noch Vasallen ohne ständig im Minus zu sein, in der Stabilität und... Sagen wir es mal so, den Krieg in die Mamelucken, den muss ich erstmal gewinnen. Die sind mit Nogai, Hasa, was auch immer Hasa sein soll und Oman verbündet. Ah, das ist Hasa. Moment und meine Verbündeten kann mal einer gerade pausieren, bitte? Ganz kurz. Ja, also Marvin, dann erzähl noch gerade zu Ende und dann komme ich wieder mit meiner Noob-Frage. Also ich wollte eigentlich bloß gerade sagen, der Krieg gegen die Mamelucken wird richtig hart. Die haben selber fast so viele Truppen und sind noch mit Nogai und mit dem Oman verbündet, die ihnen zu Hilfe eilen werden. Das heißt, es wird gar nicht mal so angenehm. Ich kann dir ein paar Kriegsschiffe zur Seite stellen. Aber... Nee, ich kann am Krieg gar nicht einkehren, ja. So, ich habe jetzt wieder eine Noob-Frage. Ich könnte jetzt die Mission Anspruch auf Zürich fingieren nehmen. Mhm. Jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, sie sollen Anspruch fingieren. Ich werde das jetzt mal ganz kurz abbrechen, glaube ich. Und dann kann ich ja... Moment mal, du
Du fingierst gerade einen Anspruch auf Zürich. Nee, auf Graubünden. Aber ich könnte also meine Mission ist Anspruch auf Zürich. Fingieren kann ich wählen. Die Mission anwählen und dann den Anspruch ändern. Genau, also der ist momentan, hier steht, ich muss es halt abbrechen, ne? Ja, klar, ist halt so. Okay, gut. Und dann nehme ich diese Mission jetzt. Ja, okay, dann können wir die Pause nochmal kurz revidieren. Ja. Ich dachte gerade, wie kommst du denn nach Zürich? Aber die gehört ja Sundgau, von daher... Ja. Das müsste doch heute Frankreich sein, oder nicht? Das Sundgau. Bitte? Du fragst Dinge. Sundgau? Ja, Deutschland ist Frankreich. Ja, ich und dann kommt mal, hier geht eine Grenze wahrscheinlich durch heute. Das gesamte Sundgau glaube ich fast nicht. Ja, es kann... Na. Nee, also jetzt, im Süden des Elsass, Departement Haut-Rhin etwa... Ja, ist offenbar Teil Frankreich. Ja. Mächtiges Wikipedia, das übrigens vorgestern 13 Jahre alt geworden ist. Oh, schon. Habt ihr denn schon mal für Wikipedia gespendet? Nein. Seit 5 Jahren jedes Jahr. Ah ja, ich mache das mittlerweile auch. Ich nutze das so oft, mir ist das wirklich wichtig. Und da bin ich dann auch mal spendabel, wenn es drauf ankommt. Also jedes Mal, wenn sie halt ihre Aktion machen zu Weihnachten immer. Ja, das finde ich sehr gut. So, ich brauche jetzt mal ganz kurz, weil ich habe gerade 2 Events gekriegt. Ja, sollen wir danach den Part dann auch... Danach können wir einen Part machen. Ja, also ich brauche keinen schwachen Erben, das wahre ich. Hier kriege ich einen starken Erben, 3-5-2. Ist eigentlich nicht verkehrt, gell? Dann nehmen wir uns den. Was. Und der heißt natürlich Mehmet, wie sich das gehört. 3-5-2 ist in Ordnung. Okay, sehr dann schön. Machen wir einen Schnitt, oder? Jo. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, grüß Gott und tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Viel Freude. Servus.